Warum gibt es überhaupt einen Abschlag auf die Erwerbsminderungsrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Aktuell haben wir eine Anfrage bekommen auf rentenbescheid24.de, da ging es um die Frage, warum gibt es denn überhaupt einen Rentenabschlag bei der Erwerbsminderungsrente? Das sei ja sehr ungerecht. Und die Leute, die vor 2001 eine Erwerbsunfähigkeitsrente, also das war die alte EM-Rente, bekommen haben, die kriegen keinen Rentenabschlag und ich bekomme nun einen Rentenabschlag. Ja, und die Frage hat uns natürlich dann auch interessiert und der Sache bin ich mal auf den Grund gegangen, was denn eigentlich nun der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat. Seit 2001 gibt es für Versicherte, die vor dem 63. Lebensjahr eine EM-Rente beziehen, grundsätzlich einen Rentenabschlag. So sagt es der § 77 SGB 6. Dieser Rentenabschlag wurde durch das Gesetz zur Reform der Erwerbsminderungsrente von der SPD und dem Bündnis 90 der Grünen vom 20.12.2000 mit Wirkung zum 1. Januar 2001 eingeführt. Damals noch mit der heute nicht mehr so existierenden Übergangsregelung des § 264c SGB 6, der bei dem Rentenabschlag damals auf einen Rentenbeginn ab dem 1. Januar 2004 abstellte. Die Höhe der Erwerbsminderungsrente sollte durch Einführung eines Abschlages an die Höhe der vorgezogenen Altersrenten angeglichen werden. Die SPD und die Grünen befürchteten nämlich damals, oder sie unterstellten quasi dem Versicherten, dass er statt eine Altersrente zu beantragen, doch lieber eine abschlagsfreie Erwerbsminderungsrente beantragen wollte. Denn man hat ja auch für die Altersrenten einen Abschlag eingeführt. So, und zwar Hintergrund war, dass 1998 wohl noch 33% aller beantragten Renten Erwerbsminderungsrenten nach altem Recht gewesen sind. Also doch eine ganze Masse. Und dieser Prozentsatz hätte sich wahrscheinlich nach Ansicht der damaligen Bundesregierung, SPD und Grüne, noch weiter erhöht, wenn es diesen Abschlag zur Erwerbsminderungsrente ähnlich wie bei der Altersrente nicht gegeben hätte. Damit sollten, also mit dieser Einführung des Abschlags, sollten Ausweichbewegungen von der EM-Rente oder zur EM-Rente vermieden werden. Und deshalb wurde der Abschlag bis maximal 10,8% eingeführt. Damit wurden aber auch gleichzeitig die Erwerbsminderungsrenten massiv der Höhe nach entwertet. Als Ausgleich dafür wurde die sogenannte Zurechnungszeit eingeführt, die aber auch nach heutiger Sicht noch lange nicht ausreicht, um den Rentenabschlag zu kompensieren. Im Ergebnis ist nun klar, warum es seit 2001 einen Rentenabschlag gibt und warum diese Erwerbsminderungsrenten aktuell auch im Jahr 2019 im Schnitt so erschreckend niedrig sind. Näheres zum Thema Rentenabschlag und Erwerbsminderungsrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.